Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier bei Warfriends. Ich würde sagen, wir legen erstmal los, machen uns natürlich erstmal wieder kampfbereit und gucken, ob wir hier eventuell den nächsten Kampf eventuell so ja für uns entscheiden können. Also, wie gesagt, das ist natürlich die Frage. Wird natürlich eine harte Kiste, von daher müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, was der Gegner hier so sagt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das sieht natürlich hammerhart für uns aus. Ich meine, der Gegner ist natürlich ja nicht so verkehrt, hat auf jeden Fall gut derbe Power hier am Start. Von daher müssen wir uns auf jeden Fall mal am Ende hier überraschen lassen, würde ich sagen. So, dann würde ich sagen, legen wir los, gucken einfach mal, ob wir den Gegner hier eventuell so, ja, bezwungen kriegen. Also wie gesagt, versprechen kann ich nichts, aber ich denke, wir probieren es erstmal aus, machen uns hier erstmal ein Bild vom Gegner und hoffen natürlich, dass wir hier am Ende irgendwie einen Sieg rausholen. So, erstmal sieht es ja nicht verkehrt aus. Ich hoffe, es bleibt so. Also ich glaube, der Fight ist gleich vorbei, wenn mich nicht alle täuscht. Also ich glaube, es sieht mega gut aus. So, den Sieg haben wir am Start. Ging auf jeden Fall ratzifatzi. Von daher bin ich natürlich absolut zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sammeln jetzt auch erstmal unsere Belohnung ein und gucken natürlich, was wir hier heute noch so machen können. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Jetpacker-Maske, die nehmen wir natürlich mit. Dann haben wir natürlich noch so ein VIP-Teil, Robot-Helm. Okay, 1 von 10. Der sieht optisch natürlich richtig geil aus. Ich würde sagen, wir gehen erstmal fortfahren und können jetzt natürlich, was wollen wir hier? Ne, das machen wir später. Wir können uns jetzt natürlich erstmal wieder ein bisschen was Neues holen. Werden jetzt natürlich erstmal den hier aktivieren und können jetzt natürlich entweder hier die Cobra holen oder natürlich für 399 den Buggy. Also, wie gesagt, was würdet ihr tun? Was würdet ihr machen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hole mir jetzt erstmal den Buggy, weil ich habe 450 Gold am Start. 399 brauche ich. Von daher würde ich sagen, holen wir uns den, aktivieren den jetzt erstmal und graden den auch gleich mal ab, würde ich fast sagen. Achso, wir müssen jetzt noch einen zweiten auswählen. Nehmen wir den. Und dann würde ich sagen, hauen wir hier erstmal ein Upgrade drauf. 11.300 kostet. Dann nehmen wir hier natürlich erstmal wieder so weit zurück. Können natürlich hier die nächste Wumme auch upgraden. So, das dauert. Wie lange dauert es? Weiß ich gar nicht. 2 Stunden 33 ist erstmal okay, alles klar. Wissen wir da natürlich auch Bescheid. Dann haben wir hier natürlich noch War-Karten. Da würde ich sagen, checken wir hier auch erstmal die Lage, was bekommen war. Unsterblich, du nimmst für die nächsten 8 Sekunden keinen Schaden. Alter, das ist ja mal mega geil. Da würde ich sagen, wenn wir hier nochmal ein paar Karten drin klatschen und gucken einfach mal, was hier in der nächsten halben Stunde dabei so rauskommt. Ansonsten sind wir eigentlich für heute erstmal wieder so weit durch, haben alle erledigt. Also wie gesagt, ich bin megamäßig zufrieden mit dem Verlauf. Also ich meine, ich kann mich auf jeden Fall nicht beklagen. Klar, die Cobra hätte ich natürlich hoch, Jan, aber da brauchen wir natürlich noch ein paar Münzen beziehungsweise noch ein bisschen Gold. Hier müssen wir auch noch ein bisschen sparen. 249.999 brauchen wir. Also wie gesagt, wir sind gerade mal bei 86.020. Also wie gesagt, da ist auch noch ein bisschen was zu tun. Aber ich denke, in der nächsten Zeit werden wir das auf die Kette kriegen. Von daher würde ich mich natürlich für heute erstmal wieder bei euch verabschieden. Ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Let's Play wiedersehen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.